habe ich ein paar Rotaugen und einen Döbel gefangen. Und die möchte ich ganz gerne mal zu Fleischbällchen verarbeiten. So habe ich die Fische schon vorbereitet, sauber gemacht und jetzt werde ich noch Filets schneiden, damit ich nur das gute Fleisch verwende. Denn wir wollen das Ganze nachher durch den Fleischwolf drehen. Damit das nachher nicht hängen bleibt, muss man die Haut auch entfernen. So, jetzt kann man abwechselnd die Zutaten hineintun. Und die Kräuter und zuletzt ein halbes Brötchen direkt mit hinterher hineinreiben. Dann fehlt nachher nur noch ein Ei. Das Ganze können wir dann vermengen. Nach Bedarf auch noch ein bisschen Paniermehl dazu. Wie Frikadellen. So, und das Ganze kommt dann nochmal kalt in den Kühlschrank, bevor wir das dann schön anbraten. Jetzt die Masse. Gleichmäßige kleine Frikadellchen. Einsetzen. Dann drehen wir sie mal um. Ja, wunderbar sieht das schon aus.
Sehr schön. So, sehr schön gebraten. Dann stellen wir die mal beiseite. Und machen uns an die Kapernsoße. Hierfür melieren wir einfach das Öl und ab. Noch ein schönes Stück Butter dazu. Schaumig. Und jetzt löschen wir das Ganze mit Brühe ab. Jetzt geben wir die Kapern hinzu, je nach Geschmack. Gebt gerne noch ein bisschen frischen Dill hinzu, bei Fisch ist das immer eine gute Wahl. Das Ganze noch schön mit saurer Sahne ein bisschen binden. Machen wir nachher ein bisschen ein Karottengemüse dazu und die Salzkartoffeln passen auch perfekt. Guten Appetit!